Und damit euch allen einen wunderschönen Start in die neue Woche. Es ist Montag, der 27.08. und ihr hört, wie auch immer wir dieses neue Format nennen sollen. Da brauchen wir noch irgendwie so einen Namensvorschlag, so etwas Knackigeres als BFAPT. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Legen wir aber direkt wieder los mit eurem Feedback, euren Kommentaren. Und da schreibt der Herr MiXD. Hallo, ich möchte mal meine Erfahrung mit WoW loswerden. Eins vorweg, WoW hat mir weder vor einigen Jahren gefallen, noch gefällt es mir heute. Aber dafür kann ja keiner was. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Nun denn, ich habe vor vielen Jahren neben meiner Arbeit in einer Abendschule mir eine Programmiersprache beibiegen lassen, was nicht nur sehr viel Zeit, sondern auch sehr kostenintensiv war. Dort habe ich das erste Mal von WoW gehört. Ein Mitschüler schwärmte in den Pausen ununterbrochen davon. Er sagte aber auch, dass er sein Konto deaktiviert bzw. gelöscht hat, damit er sich auf die Ausbildung konzentrieren kann. Gute Entscheidung. Zwei bis drei Wochen später erzählte er uns, dass er wieder neu angefangen hat und bereits in der ersten Nacht weiß Gott, wie viel gelevelt hat. Die Folge daraus: er erschien die nächsten Male nur noch sporadisch, was natürlich ein Weiterkommen im Stoff für ihn schwierig machte. Bis er irgendwann gar nicht mehr zur Ausbildung kam, was aus ihm geworden ist, ist mir nicht bekannt. Ich weiß nur eins, diese zusätzliche Ausbildung war der Grundstein für meinen heutigen Beruf. Das ist meine Erfahrung zu WoW, nur mal so zum Nachdenken. Viele Grüße, Max, MiXD. MiXD, nehme ich an. Ja. Ja, also es ging ja auch sehr viel in den Medien rum damals. WoW als Suchtgefahr und ohnehin so eine Free-to-Play-Spiele, die es heute gibt als Suchtgefahr, und wie sehr, sagen wir mal, auch gewisse Spiele-Schemen darauf ausgelegt sind, dass man entsprechend hinreichend, sagen wir mal, süchtig wird und dann auch Zeit da reinstecken muss. Allerdings glaube ich schon, dass aufgrund der Beschaffenheit, wie der WoW heute ist, dass man so alles auch ein bisschen zwischendurch machen kann und so mal hier, mal da, dass es den Vorteil hat, dass man jederzeit wieder quer einsteigen kann und auch relativ zügig nachholen kann. Es gab ja so ein paar Beispiele, zum Beispiel die Artefaktmacht im letzten Add-on, wo, wenn man sehr viel gespielt hat, man da seine Waffe dann sehr schnell hochspielen konnte und das natürlich auch ein sehr mächtiges Instrument war, was Blizzard dann damit gekontert hat, dass wenn man entsprechend weniger gespielt hat, dass man dadurch sozusagen einen Bonus bekam und schnell an diese Artefaktmacht rankam. Also, dass da auch Spieler nicht, sagen wir mal, hinten runterfallen oder meinen, sie müssten da weiß Gott wie oft und wie lange spielen. Finde ich auch sinnvoll. In China oder in Korea gab es ja auch schon Spieler, die tot vom Stuhl gefallen sind, weil sie einfach nicht mehr gegessen und getrunken haben. Ist natürlich sehr bedenklich und natürlich auch seine Ausbildung dafür schleifen zu lassen, geht natürlich gar nicht. Es soll auch Leute geben, die ihren Lebenswandel, ihren Beruf da anders umgestellt haben, weil sie eben so viel WoW gespielt haben. Bei mir war halt das Extremste immer, wenn ein Add-on rauskam, dass es dann halt, ja, dann habe ich halt Urlaub genommen. Ne? Also kam Add-on raus, dann hatte ich zwei Wochen Urlaub. Ich meine, ich habe ja auch mal ein bisschen erzählt, also, dass ich nicht so großartig der Typ bin, der wegfahren wollte und konnte und dass das für mich so eine Art Überwindung darstellte. Also wo habe ich dann Urlaub gemacht? In Azeroth. Und das war auch okay. Ja? Solange man dann nicht, das hatte ich dann auch in der Gilde, hatten wir dann Leute, die wirklich dann die ganze Nacht da vor dem Ding davor gehangen haben und erst wieder ins Bett gegangen sind, als sie komplett Max Level waren. Und dann waren sie anschließend drei Tage im Arsch und hatten den Vorsprung, den sie hatten, gegenüber anderen schon wieder aufgebraucht. Andere haben natürlich noch den Ruhebonus mitgenommen und waren also quasi fast genauso schnell. Also, das ist mal das eine. Das andere ist, es gab mal die Story, ich weiß nicht, ob sie stimmt, deswegen erzähle ich sie nur so, wie sie bei mir im Gedächtnis geblieben ist, sehr einprägsam, dass in China es wirklich auch aus Gesundheitsschutzgründen Mechanismen im Spiel gibt, die dich nach gewisser Zeit dann auch dafür ausloggen oder bestrafen oder irgendwie so, wenn du zu lange am Stück spielst. Das gibt es hier ja nicht, ne? Aber da scheint es das wirklich zu geben. Und es gibt auch MMOs, die das so umsetzen. Also, ich überlege gerade, welches ich gespielt habe, wo man das merken konnte. In WoW ist es ja positiv, ne? Wenn man eine Zeit lang nicht spielt, man lockt dann in einem Gasthaus aus, je länger man da ist im Gasthaus, ist, also nicht spielt, bekommt man den Erholt-Bonus. Es gibt ja auch Spiele, die einen Malus geben, wenn man zu lange spielt, dann wird die Erfahrung, die man von Gegnern bekommt, irgendwie immer geringer oder der Loot oder so, dass man wirklich nur eine Stunde oder zwei spielt. Und da finde ich zum Beispiel Spiele interessant wie Star Trek Online, ja?
was ich eigentlich mal wieder spielen müsste, müsste vor allen Dingen, wo was kann ich für euch tun? Du loggst dich ein und spielst eine Episode, die dauert dann eine halbe Stunde, Stunde und dann hast du was erreicht, hast was gemacht und dann kannst du eigentlich wieder ausloggen und dann spielst du die nächste Episode. Ist auch eine Möglichkeit, wie man es macht. Aber ihr seht ja auch hier, wie ich jetzt die Videos aufzeichne. Gut, diese sind, glaube ich, ziemlich spät in der Nacht entstanden. Das ist ein schlechtes Beispiel, war, glaube ich, am Wochenende irgendwann. Was war denn das? Naja, auf jeden Fall brauche ich ja noch Material, habe ich aufgenommen für euch. Heute übrigens das Video auch etwas kürzer, weil ich es vergessen habe aufzunehmen. Es muss ja morgen um 5 Uhr wieder fertig sein und das werde ich nicht schaffen, wenn ich es lange encodiere. Das ist lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es verpeilt, ich habe Besuch, bin abgelenkt gewesen. Sorry dafür. Jedenfalls, ja. Aber natürlich sollte man diese Gefahren nicht unterschätzen. Es sind ja auch viele Spiele, die sind darauf ausgelegt, dass man süchtig wird, dass man wirklich, man sich auch sehr genau studiert und sehr genau anschaut, welche Elemente müssen im Spiel drin sein, damit sie den Spieler fesseln. Aber da war Blizzard ja damals mit Classic WoW, auf das ich jetzt wieder zu sprechen kommen muss. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Bin auch ziemlich weit von weg. Die wussten zwar so ungefähr, was, sagen wir mal, was man machen muss, um die Spieler lange im Spiel zu halten, aber nicht unbedingt das so interessant zu gestalten, sondern eher sehr lange Wege, die man laufen muss, weil wenn man lange Wege laufen muss, ist die Zeit, die Uhr läuft. Ja? Und damals ging es ja darum, am Anfang, als sie es rausgebracht haben, noch möglichst lange zu sagen, ja, unsere Spieler haben das Spiel relativ lange gespielt. Das ist so viele Jahre auf dem Markt, das war ja gar nicht geplant. Also das muss man ja auch dazu sagen. Und also da ging es wirklich nur darum, die Spieler zeitlich im Spiel zu halten, aber nicht an das Spiel zu binden. Na, also sagen wir mal, die Zeit des Spielers zu verschwenden. Erinnert euch mal dran, wie ihr also bei den höheren Crafting-Rezepten, ja, wenn ihr da Sachen gebaut habt, das hat dann teilweise bis zu 2 Minuten gedauert, so ein Teil herzustellen, was eigentlich vollkommen vom Gameplay technisch vollkommen sinnlos ist, ja. Aber das war halt so. Ja, und dann ist der Punkt natürlich auch jüngere Menschen, die oder auch in Anführungszeichen Suchtmenschen, die halt dafür anfällig sind, ist es natürlich schon ein Risiko, was man nicht unterschätzen sollte. Aber wenn man selbstdiszipliniert ist und einfach nur Spaß hat und abends mal ein bisschen spielen will und dann auch mal runterkommen kann, auch mal für mich zum Beispiel dann vollkommen in eine andere Welt eintauchen und mal wirklich abschalten, ist eine der wenigen Dinge, die ich machen kann, wo ich komplett abschalten kann. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht mal so unwichtig, dass ich ein bisschen wieder spiele. Auch so kann man rangehen und auch so kann man, denke ich mal, dass, wenn man das kann, ja, für sich einordnen. Aber ich kenne auch Fälle im Bekanntenkreis, im Gildenkreis, in der alten Gilde damals, auch im Freundeskreis, die es halt übertrieben haben und dann wirklich kein Ende gefunden haben. Und man kennt es ja auch, ne? Komm, ich mache noch eben diese Quest und dann sieht man, ach, dann kann ich das noch machen und habe ich eigentlich heute schon meine Weltquest gemacht, war ich schon in der täglichen Instanz, soll ich nochmal einen Schlüsselstein hochspielen? Aber das sind ja auch alles Dinge, die mittlerweile sehr schnell geworden sind. Ich bin mal gespannt, wie das dann mit Classic wird, wenn, ne, wenn diese Sachen wiederkommen, und zwar in der Langsamkeit. Übrigens, vielen, vielen Dank an unsere Stützer auf Tippi, deren Namen hier eingeblendet sind. Ihr ermöglicht unter anderem solche Formate wie diese, die wenig geklickt sind, aber viel Herzblut drin haben. Ja, das muss auch mal gesagt werden. Da ist er wieder, der Omnibusfahrer Let's Plays. Das ist Stammgast hier. Aber wir haben gleich noch ein paar andere, auch frische Gesichter, wo ich mich auch sehr gefreut habe. Der schreibt, hallo gerade, erstmal vielen Dank, dass du meinen Kommentar oder das Thema in einem Video widmen möchtest. Da geht es darum, wie habe ich denn mit YouTube angefangen und warum überhaupt. Also, es geht hier nicht nur um WoW. Das hängt von euren Fragestellen zusammen. Und ich habe für dieses Video wieder keine Benachrichtigung bekommen. Also, das war noch ein Thema, was ich auch im Eurotruck-Talk sozusagen aufgegriffen habe. Nämlich, YouTube hat sich gedacht, ja, den Garderobe-Kanal haben wir jetzt kaputt gemacht. Da machen wir die Benachrichtigung aus, die Weiterempfehlung aus. Was macht er denn jetzt? Ist er einen anderen Kanal gemacht? Ja, Moment, das geht. Der Mann, der kommt ja ganz durcheinander. Da müssen wir das bei dem Kanal jetzt auch so machen. Da machen wir das da auch kaputt jetzt. Also, sind jetzt beide Kanäle kaputt. Ist mir jetzt auch scheißegal. Ich mache einfach meine Videos und fertig. Jedenfalls, das soll noch einer verstehen, schreibt er auch. Jawohl, ich auch nicht mehr. Trotz Glocke auf höchster Lautstärke. Ich freue mich riesig und bewundere es, wie du dich alle 2 Tage hinsetzt und dieses Format produzierst. Und das aus dem Hintergrund, dass du gerade zur Zeit mit der Gamescom noch mehr um die Ohren hast. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön und du hilfst mir, deinen frühmorgens Videos beim Aufstehen. Ich bin ein riesen Morgenmuffel und überziehe im Bett auch schon mal bis zu einer halben Stunde. Ja, das kenne ich. Ja, dann den Wecker immer auf nochmal wecken lassen. Ja, genau. So,
Dank dir habe ich Freude am Aufstehen und mir in der Früh Zeit zu nehmen. Da wird dann auch mal gerne noch die Spülmaschine eingeräumt oder was sonst noch im Haushalt anfällt. So, jetzt habe ich dich aber mehr als genug zugetextet und wünsche dir und auch allen anderen Zuschauern an den Farbfernsehempfangsgeräten einen wunderschönen Arbeitstag und eine schöne Woche. Liebe Grüße. Ja, vielen Dank für diesen netten Kommentar. Und kann ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich wollte nur mal noch vorlesen, um darauf hinzuweisen, wie das Format gedacht ist. Das hast du nämlich sehr schön geschrieben. Einfach morgens beim zur Arbeit fahren oder zur Arbeit vorbereiten oder als Podcast oder so zu hören. Danke für deinen Kommentar. Und wir kommen zum nächsten und da habe ich mich sehr gefreut. Denn der Kadaverschreck, Community und so, schreibt: Ich habe lange Zeit intensiv WoW gespielt und habe zwischendurch einige Free-to-Play-Titel ausprobiert. Bin ja auch immer wieder zu WoW zurückgekehrt. Das liegt unter anderem an der Storyline, die bei WoW stellenweise sehr liebevoll gestaltet ist. Selbst Nebenquestreihen sind in einigen Bereichen so gestaltet, dass man meint, man ist im Hauptstrang unterwegs. Ja, perfektes Beispiel dafür, Wrath of the Lich King. Dazu kommt eben das gefühlte Pay-to-Win-Erlebnis bei den Free-to-Play-Titeln, was andere Spieler Geld in den Shop stecken, um Gegenstände oder Mounts zu bekommen, die den Spielfluss beschleunigen oder den Spieler bevorteilen. Auch muss ich sagen, dass ich gerne bereit bin für ein Spiel, was sich ständig in Entwicklung befindet, auch monatlich Geld zu bezahlen. Blizzard hinterfragt nahezu ständig die eigene Änderung, vor allem was das Klassenbalancing betrifft. Nun aber meine Fragen an dich. Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich habe den Kommentar überflogen, aber die Fragen noch nicht vorbereitet. Das ist aus dem Stegreif, ganz ehrlich, Real Talk. Erstens, welches ist die Klasse, die dir am wenigsten zusagt und warum? Zweitens, sollte es nach WoW Classic mit Burning Crusade irgendwann weitergehen? Drittens, wenn du dich persönlich mit einer Klasse vergleichen müsstest, welche wäre das? Oh, das sind sehr gute Fragen. Persönlich bin ich derzeit noch am Zögern, ob ich in den Kampf um Azeroth beitrete. Ich warte einfach noch ein wenig und schaue dir so lange zu. Übrigens, schönes Format. Meiner Meinung nach kann es genau so weitergehen. Kommentare einfließen lassen, nebenbei daddeln, gefällt mir sehr gut. Vor allem, dass du die Kommentare auch einblendest, finde ich eine sehr schöne Art der Wertschätzung der Kommentierenden. Vielen Dank. Deine 5 € Überweisung für dieses Geschmeichel bekommst du dann anschließend. Darf nur der Busfahrer nicht wissen, ne? So. Also, zu deiner ersten Frage. Welches ist die Klasse, die dir am wenigsten zusagt und warum? Am wenigsten. Also, wir kategorieren das mal ein. Meine Lieblingsklassen sind Heilerklassen. Dann kommen die Tankklassen. Gibt es dann auch Überschneidungen, ne, durch die Hybride. Und am wenigsten mag ich die Schadensklassen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, welcher Art Damage-Dealer liegt mir am ehesten und welcher am wenigsten. Das ist dann meine Lieblings-Nicht-Klasse. Also, oben ist der Mage. Das ist, glaube ich, klar. Und danach kommt, glaube ich, schon der Schattenpriester und dann kommt er schon mal gar nichts mehr oder so. Jäger mag ich noch ganz gerne. Ich glaube, also ich habe auch den, also ich habe den Todesritter gespielt. Ich habe, ja, also ich glaube, es ist der Todesritter, weil Dings habe ich noch nicht gespielt hier. Also müsste ich Todesritter sagen oder Hexenmeister. Und warum, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe schon mal überlegt, ob ich vielleicht für Classic einen Hexenmeister spiele. Ich meine, es gehen andere Leute, die gehen in den Keller und lassen sich da auspeitschen, ja. Und ich glaube, so Hunter und Hexenmeister sind so die Klassen, die es im Classic am schwersten hatten. Weil der Hunter, der muss die ganze Zeit sein Fleisch mitnehmen, um die Tiere zu füttern, damit die nicht verhungern. Und der Hexenmeister muss seine dämlichen Splitter sammeln und da helfen auch die Splittertaschen nicht viel. Aber von den aktuellen Klassen DK und von Classic, ich weiß nicht, vielleicht war deine Frage auf Classic bezogen, dann würde ich, glaube ich, am wenigsten spielen wollen in Classic als Damage-Dealer den... Ja, ich habe einen Schurken gespielt, der hat eigentlich Laune gemacht. Mage habe ich gespielt, hat auch Laune gemacht. Hexenmeister kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen zu spielen. Habe ich auch gespielt, aber in Classic. Ja. Also irgendwie Hexenmeister, Todesritter, sowas in die Richtung. Alleine schon... Also Schattenpriester ist schon das was mir am... Ich spiele gerne Klassen, die anderen helfen. Ja, sei es als Tank, sei es als Heiler und das wäre so eine Mentalitätssache, ich weiß es nicht. Und das Schadensklassen sind ja eher die, die nicht helfen, sondern die eigentlich nur Leute rumscheuchen und auf die Nerven gehen. Deswegen, also, ja. Zweitens, sollte es nach WoW Classic mit Burning Crusade Classic irgendwann mal weitergehen? Wenn du mich persönlich fragst, ja, weil ich habe Burning Crusade so in tolle Erinnerungen, auch Wrath of the Lich King. Danach kam ja Cataclysm und Cataclysm hat alles kaputt gemacht.
Ja, aber bis Wrath of the Lich King würde ich das alles nochmal durchleben lassen. Und zwar genau in dem Abstand, wie es war, mit den Patches, wie sie waren, oder mit dem Release der Instanzen und der Raids, wie sie damals waren. Ja, aber Was kann ich für euch tun? ich würde dann, wenn ich Blizzard wäre, würde ich die Classic-Server nehmen. Also, in meiner idealen kleinen Welt, ihr wisst das ja, ne? YouTuber, die leben in ihrer eigenen kleinen Welt. Meine eigene kleine WoW-Welt sieht so aus, wenn das dann irgendwann mal kommt, dass sie die Classic-Server bringen, 2 Jahre laufen lassen und dann sagen: Hey Leute, Burning Crusade kommt. Ihr könnt jetzt euren Charakter von Classic zu Burning Crusade kopieren. Behaltet die Classic-Kopie auf dem Classic-Server, könnt ihr immer noch weiterspielen. Ohne Änderungen. Das heißt, das bleibt dann so. Und dann kann man wirklich nochmal ganz maximieren. Das ganze Tier 3-Set holen. Alles, was man irgendwie in Classic mal noch machen wollte. Komplett komplettieren. Und ich glaube, in Burning Crusade gab es doch schon das Achievement-System, ne? Das heißt also, dann kann man den Charakter rüber kopieren und kann dann mit dem Charakter auch in Burning Crusade bis zum Ende spielen und auch da wieder Halt, Stopp sagen. Und bei Wrath of the Lich King genauso. Sodass man in allen Expansions, die man wirklich so geliebt hat, weil ich glaube, Cataclysm war für mich so die Erweiterung, die hat die alte Welt kaputt gemacht, die ich so geliebt habe. Und ich hasse. Und da ging es auch bergab mit diesem alles gleich, Mann. Es fing ja schon in Wrath of the Lich King an. Und alles wird leichter und so. Also, das wäre meine ideale Welt, mein Lieber. So würde ich mir das wünschen. Wird so nicht kommen, bin ich ziemlich sicher. Aber das wäre gut, glaube ich. Das wäre gut, weil. Dann kannst du wirklich für dich entscheiden, auch nach einem halben Jahr, jetzt will ich mit Burning Crusade loslegen und dann spiele ich das. Oder ich fange sofort vom Start an. Das große Problem wird halt sein, die ganzen Leute, die jetzt rüberkommen und dieses ganze Schnell-Rush-Durchgespiele, das wird es auch Classic geben. Und deswegen ja gerade unser Projekt Classic und Friends für die Leute, die das so spielen wollen wie damals. Es wird Folgendes passieren, wenn wir das Projekt starten. Dann werden nach 5 Tagen oder so die ersten Molten Core Kills da sein. Oder so, ja? Oder nach einer Woche oder so. Wenn das, wie sie es machen. Wenn Blizzard das nach dem alten Patch immer macht, nicht. Und dann ist der Käse ja eh gegessen. Dann brauchst du nicht mehr rushen, um irgendwelche First Kills zu machen. Sondern spielst du einfach mit deinen Leuten und erlebst es so wie damals nochmal wieder. Und das ist eigentlich das, wo ich hinaus will. Ich will das nicht als Wettbewerb machen oder als hier die Garderul-Gilde räumt auf oder so. Natürlich hat man einen gewissen Ehrgeiz. Aber der Ehrgeiz besteht, glaube ich, drin, das mit den Leuten zu schaffen, einmal von damals und der Community eventuell mal schauen. Ich glaube, was für mich ausmachen sollte. Die dritte Frage, wenn du dich persönlich mit einer Klasse vergleichen müsstest, welche wäre das? Ich weiß, worauf du hinaus willst, glaube ich, aber ich habe keine Idee. Also, ich habe es ja, glaube ich, zum ersten Punkt schon gesagt und ich glaube, es wäre irgendeine Klasse, die andere unterstützt. Also Tank oder Heiler. Bin ich ein Heiler? Bin ich jemand, der dadurch, dass er mit anderen Menschen hier übers Internet spricht, hilft? Vielleicht. Schreiben immer viel. Also ein Tank bin ich dann eher nicht. Ich bin ja nicht jemand, der jetzt irgendwie rausgeht und anderen Menschen da aktiv hilft, dass ihnen kein Unheil zustößt. Sondern ich bin eher jemand, der mit seinen Worten, mit seinen Sprüchen, ja, andere Menschen unterstützt. Also wahrscheinlich eine Heilerklasse. Und welchen von den Heilern? Also der Dudu macht mir am meisten Spaß. Die anderen Klassen verstehe ich nicht mehr. Also diese ganzen komischen neuen Energiesysteme ist nichts für mich. Ja, wie gesagt, heute eine etwas kürzere Folge. Nochmal der Hinweis, es kommt jetzt auch wieder. Jetzt muss ich Cross-Promotion wieder machen. Es kommt jetzt auch gerade wieder Euro-Truck, wo wir auch über Themen reden. Gestern in der Folge, also wenn ihr heute schaut, dann gestern, ging es um den Drachenlord zum Beispiel. Und in den nächsten Tagen gibt es auch spannende Themen. An alle, die jetzt vom Eurotruck-Simulator rübergekommen sind, hallo und herzlich willkommen. Und es geht ja auch um andere Themen, nicht nur um WoW. Es hat jetzt hier halt die Fragestellungen waren jetzt halt so, gerne eure Fragen hier reinschreiben. Die Chance, dass die Fragen hier behandelt werden, sind übrigens viel höher als in dem anderen Format, ne? Ich sag's nur. Gut, das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, wenn alles klappt und ich nicht wieder verbasel. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Und gerne auch an die, deren Fragen ich beantwortet habe, wurden eure Fragen zur Zufriedenheit beantwortet. Macht's gut und bis in 2 Tagen.